Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für Vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer der Online-Schule für Vedische Astrologie. In diesem ca. 15-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats August 2023 für Sie als Aszendent Waage anhand des Vedischen Monatshoroskops basierend auf dem tropischen Tierkreis. Zwei kurze Hinweise in eigener Sache, ehe wir gleich loslegen. Erstens, wie erwähnt, nehme ich die Deutung vor anhand Ihres Aszendenten Waage und nicht anhand Ihres Sonnen- oder Sternenzeichens Waage, wie Sie das vielleicht aus der westlichen Astrologie kennen. Das heißt, Sie müssen wissen, was hier Ihr Aszendent ist. Sollten Sie diesen nicht kennen, dann können Sie unterhalb dieses Videos einen Link aufrufen, der Sie auf eine Seite von mir bringt, wo Sie gratis Ihr vedisches Horoskop berechnen können. Dort das erste Haus und das Symbol darin zeigt Ihren Aszendenten an. Wichtig auch, natürlich kenne ich Ihr Geburtsdatum und Ihre Geburtsurzeit und so weiter nicht, sodass ich den Stand der Planeten in Ihrem Geburtshoroskop nicht zugrunde lege. Trotzdem ist es auch allein anhand Ihres Aszendenten und der Reise der 9 Transitplaneten durch Ihr Horoskop schon möglich, interessante Trends und Informationen für den kommenden Monat Ihnen zur Verfügung zu stellen. Für exaktere Deutungen und Vorhersagen wäre es aber selbstverständlich besser, wenn Sie sich ein persönliches vedisches Horoskop erstellen lassen. So etwas macht meine Ehefrau Brunhilde Feiner, die ebenfalls hauptberuflich in der vedischen Astrologie tätig ist. Link dazu auch unterhalb in der Videobeschreibung. Sie bietet verschiedene vedische Horoskope an, die werden manuell ausgearbeitet, begleitend mit Audiodatei. Und ja, dort können Sie ja mal vorbeischauen, hier auf ihrer Webseite. Wenn Sie die vedische Astrologie erlernen wollen, ja, um sich selbst und das Rätsel des Lebens mehr erforschen zu können, dann finden Sie auch einen Link, wie Sie auf die Seite meiner Online-Schule für vedische Astrologie kommen. Sehr interessant und zu empfehlen sind auch noch der Newsletter, der einmal im Monat gratis erscheint, und auch mein Blog, der jetzt immer mehr Artikel wöchentlich neu zur Verfügung stellt. Auf diesen beiden letzten Medien kann ich auch mehr frei über Dinge sprechen, als wie das hier möglich ist. Gut, jetzt legen wir los. Hier haben wir schon mal Ihr Horoskop, dann den Stand der Planeten am 1. August 2023. Ich beginne mit der Deutung der langsam laufenden Planeten. Das sind Jupiter, Saturn und die karmische Achse, sprich Rahu, Ketu. Diese drei Faktoren legen den längerfristigen Trend fest, da sie sich in einem Zeichen, sprich in einem Haus, zwischen 1 bis 2,5 Jahren befinden. Es sind diese drei Faktoren, die dadurch maßgeblich ihr Schicksal gestalten, welches längerfristiger Natur ist. Insofern wollen wir jetzt mit diesen drei Faktoren beginnen. Saturn steht hier im 6. Haus. Das bedeutet, mit dieser Position können Sie Maßnahmen unternehmen, die auf lange Sicht Ihrer Gesundheit sehr dienlich sind. Saturn in Haus 6 gilt hier als gut positioniert. Ja, Sie wissen, Saturn steht für Krankheit, er steht im 6. Haus, er steht auch für Krankheit. Aber das bedeutet wesentlich eher etwas Positives. Nämlich, was Saturn hier erreichen will, ist, dass er die Lebensdauer fördert. Und jetzt sucht er hier im 6. Haus, wie er das fördern kann. Das 6. Haus steht für Gesundheit und Krankheit. Das heißt, Sie haben jetzt Rückenwind dafür, wie Sie zum Beispiel Handlungen einspielen können, ja, Dinge verändern können, die langfristig Ihrer Gesundheit dienlich sind. Meinetwegen, Sie ernähren sich gesünder, Sie verzichten mehr auf Fleisch, Sie bewegen sich mehr, Sie hören das Rauchen auf oder Sie stoppen Alkohol oder Sie meiden generell irgendwelche Suchtstoffe, Sie reduzieren die Süßigkeiten, sie ja pflegen, Mentalhygiene, dass sie mehr positive Gedanken haben. Solche Dinge werden mit Saturn in Haus 6 gefördert. Saturn steht aber auch für die Arbeit, das 6. Haus steht für die tägliche Arbeit. Sie sehen, Saturn sucht natürlich nach Fehlern, und so kann er Sie jetzt besonders gut darauf aufmerksam machen, wo Ihr Alltag, ja, Ihr beruflicher Alltag noch nicht rund ist. Außerdem steht das 6. Haus für Schulden, Saturn steht auch für Schulden. Na, Sie merken immer, also wenn ein Planet, der eine bestimmte Bedeutung hat, in das Haus kommt, das auch diese Bedeutung hat, dann wird das Thema wichtiger. Schulden. Und selbstverständlich, Schulden, ja, das geht uns ja alle an, denn die Zeit verlangt ja eher, dass wir Schulden abbauen oder keine Schulden machen, damit wir uns nicht weiter, hätte ich bald gesagt, abhängig machen. Und so ist es auch eine gute Zeit dafür, zu schauen, ob man durch Verkauf, meinetwegen, dass man was loslässt oder dass man hier, ja, Schulden reduziert. Sie sehen, Ziel ist also, dass der Alltag auf ein besseres Niveau kommt und dass Sie was tun, was Ihre Gesundheit zuträglich ist, denn die Voraussetzung für ein gutes Leben basiert ja auch primär auf einem funktionierenden Körper. Das 7. Haus, da haben wir jetzt den Wandel, da ist jetzt der Rahu darin, der nächste karmische Planet. Dementsprechend ist Ketu im 1. Haus. Rahu in Haus 7, der ja ähnlich auch wie Saturn wirkt, kann Ihnen jetzt helfen, große Entwicklungen zu machen in Ihren Beziehungsqualitäten. Sie erhalten dadurch Gelegenheiten oder Hinweise, oder Ihr Bewusstsein wird in eine Richtung gebracht, dass Sie jetzt auch leichter Fehler erkennen können im zwischenmenschlichen Austausch oder in der eigenen Beziehung. Zum Beispiel, ja, wenn eine Beziehung eben voll nur auf dem Geben basiert, ja, weil man sich dann abhängig macht, oder wenn eine Beziehung nur auf einer inneren Leere basiert, ja, weil man mit sich selber nichts anzufangen weiß, ja, oder weil es an Respekt in der Beziehung oder an Vertrauen mangelt oder man kann nicht liebevoll miteinander kommunizieren. Das sind alles Dinge, die Rahu jetzt transparenter macht. Und so gibt es eben ein stärkeres Verlangen auch nach der Beziehung. Das bedeutet, sind Sie Single, kann jetzt in Ihnen auch der Wunsch mehr entstehen, in eine Beziehung wieder hineingehen zu wollen. Inwieweit sich eine Beziehung manifestieren kann, in den nächsten 18 Monaten, solange der Rahu da jetzt im 7. Haus ist, dazu sollte man auch das 7. Haus in Ihrem Horoskop und Jupiter und Venus und das D7, das Saturn untersuchen. Aber es sei schon mal gesagt, dass das Thema Partnerschaft, oder auch wenn Sie in einer Partnerschaft sind, die Schwächen in einer Partnerschaft stärker wahrnehmen und ein gesteigertes Interesse haben, diese auszumerzen, ja, und dadurch, ja, die Beziehung noch zukunftssicherer, noch stabiler, noch besser machen wollen. Also, wir haben das 7. Haus damit auch soweit erörtert, und jetzt kommen wir noch zu Jupiter, dem großen Glücksplaneten. Und er steht hier im 8. Haus. In der vedischen Astrologie wird das 8. Haus überwiegend als ein schwieriges Haus gesehen. Das soll Sie jetzt natürlich nicht erschrecken, denn letztlich müssen wir ja ohnehin zu einer Sichtweise kommen, dass es ja, ich soll jetzt sagen, dass wir über dieses Gut und Böse hinaus kommen. Nicht, weil wir nicht unterscheiden sollen, sondern weil eben diese Dinge halt auch, ja, in der Welt so sind, wie sie sind. Und mit Jupiter in Haus 8 können wir sagen, dass Sie Ihr Glück oder Ihren Sinn mehr jetzt darin finden, ja, wenn Sie das 8. Haus für sich positiv nutzen wollen, indem sie sich mehr mit ihrem Innenleben beschäftigen, indem sie sich mehr mit ihren Schwächen beschäftigen. Jupiter steht für die Astrologie, das 8. Haus steht auch für die Astrologie. Ja? Vielleicht kriegen Sie mehr Lust auf die Astrologie, um anhand dieser Methoden ja, etwas mehr sich selbst kennenlernen zu wollen. Jupiter steht ja auch in Verbindung mit den Gesundheitsthemen, weil der Saturn und das 6. Haus regiert. Ja, vielleicht wird es auch von daher ein Thema, wie man über die Astrologie seine Gesundheitskonstellation besser wahrnehmen, beleuchten und verbessern kann. Jupiter steht aber auch für einen Partner im Horoskop einer Frau. Wenn sich nun Jupiter im 8. Haus befindet, ist leichter eine Krise oder Stress möglich. Ja? Dies passt auch zu der Aussage, dass eben Rahu im 7. Haus auch auf Schwierigkeiten in Beziehungen aufmerksam macht. Jupiter in Haus 8 hat eine ähnliche Qualität und so hier sehen wir dadurch eine Verdoppelung der Aussage. Nun, Jupiter in Haus 8 ist also primär dann gut investiert, wenn Sie die Steuerung selber mehr in die Hand nehmen und die Zeit, ja, bis Frühjahr 2024, solange Jupiter in dieser Position ist, selber dafür nutzen, indem Sie sich mehr ganzheitlich, astrologisch, ja, innen ausleuchten, mit sich selbst beschäftigen und auch mal eben in die eigenen dunklen Seiten hinschauen, ja, was denn da ist. Aber, ja, wie heißt auch so schön, wir müssen unsere Narben zum Leuchten bringen, dann sind wir auf dem Heilungsweg, weil wir es verstehen und da werden wir uns auch vergeben können, ja, dass die Dinge halt so waren, wie sie waren, da können wir nichts mehr ändern, aber wir können aus der Erkenntnis heraus, warum das so war, und ja, können wir dann das Leben in bessere Bahnen lenken. Nun, mit Jupiter in Haus 8 kann es aber auch sein, dass Sie durch finanzielle Mittel aus der Partnerschaft mehr profitieren, ja, denn das 8. Haus ist auch das Geld des Partners, weil es ist ja das 2. Haus vom 7. Haus. Jupiter ist ja auch der Lebenspartner und Jupiter selber steht auch fürs Geld, so kann sich hier auch etwas ergeben, dass jetzt hier der Partner finanziell auch eine bessere Zeit hat, wodurch Sie auch in einer gewissen Weise profitieren könnten. Natürlich braucht noch besser wäre es jetzt auch Ihr Geburtshoroskop zu haben, ob man da noch weitere Entsprechungen sieht, aber zumindest schon mal vom Transit her sind hier einige unterstützende Energien in dieser Richtung sichtbar. So, das sind die Langfristfaktoren gewesen, ja, die jetzt über Monate wirken werden. Mond, Vollmond, genauer gesagt, ist am 1. August, genau am Monatsanfang, im Wassermann. Der Vollmond in Haus 5 kann Ihnen eine Idee geben um den Vollmond herum. Er kann Sie motivieren, ja, für Ihre spirituellen Praktiken, weil auch das ist eine Bedeutung des 5. Hauses, ja. Aber der Vollmond würde Sie besonders empfänglich machen für Impulse aus dem 5. Haus. Und 5. Haus selber steht ja für Inspirationen, Neigungen, Ideen, ja, Projekte, Sachen, die Spaß machen, ja. Vielleicht bekommen Sie hier eine gute Eingebung, ja, was Sie machen wollen, wozu Sie Freude haben. Weil 5. Haus steht auch für die Lebensfreude und auch für die Kreativität. Das bedeutet, an all den Dingen, die wir tun, sollten wir als eine schöpferische Handlung sehen und sie sollten idealerweise auf der Basis von Freude vorgenommen werden. Dann geht der Vollmond natürlich in die abnehmende Phase. Ja. Hier schaut er doch zu den anderen Planeten. Sonne und Venus, Venus ist ja der Herrscher ihres Aszendenten, beide Planeten repräsentieren ja sie, stehen im 11. Haus, im Löwen, fast den ganzen Monat, die Sonne bis zum 24. August, Venus sogar länger. Nun, das 11. Haus ist ein Haus von Zuwachs, ja, wo Dinge in ihr Leben kommen, sie etwas empfangen, ja, etwas erhalten, ja. Dies kann auch im Zusammenhang mit ihrer Partnerschaft stehen, ja. Venus haben wir ja hier auch wieder. Venus regiert ja auch den Jupiter, Geld vom Partner, kann also hier nochmal eine Entsprechung anzeigen, ja. Vielleicht kriegt der Partner bessere Möglichkeiten beruflicherseits oder er tut irgendwie, na, nebenberuflich macht sie was auf oder was weiß ich, sie können, er hat irgendwie eine Möglichkeit, was zu vermieten und kriegt da ein bisschen Geld her oder arbeitet einfach mehr, ja, kommen ja durch Überstunden mehr Geld rein, wird mehr in der Firma gebraucht, kommt dadurch mehr Geld rein, wie auch immer. Das 11. Haus fördert Zuwachs. Und insofern ist das 11. Haus eben auch eine gute Position. Das 11. Haus steht aber auch für unsere größten Wünsche im Leben. Und das herauszufinden, was man wirklich im Leben will, ehe man die Erde wieder verlässt, ist ein wichtiger Bereich, weil wenn man die Erde verlässt und man hat noch Wünsche, dann wird man ganz sicher, ja, oder sehr, sehr wahrscheinlich wieder hierher kommen. Wünsche stellen eine Bindung dar. Stellt sich natürlich die Frage, wenn man die Welt und ihre Entwicklung anschaut, ob man das noch so oft braucht, ob man noch so viele Runden hier in dieser Lernanstalt drehen will. Aber das eine wichtige Faktor ist, dass wir wunschlos werden. Und diese beiden Planeten im 11. Haus unterstützen, dass sie sich mal intensiver damit beschäftigen. Ja, was will ich überhaupt? Ja, worin sind denn noch meine größeren oder größten Wünsche im Leben? Ja, und Wünsche sind dann, wenn ihnen klar wird, was das ist, sind dann auch die Motoren, auf deren Basis man noch irgendwie etwas, ja, hier zustande bringen möchte. Mars und Merkur sind auch fast den ganzen Monat gleichzeitig hier in Konjunktion im 12. Haus in der Jungfrau. Merkur regiert ja auch das 12. Haus. Und nun Mars stellt natürlich auch, es regiert auch das 2. Haus, also das Thema Finanzen. Vielleicht wird hier einiges Geld ausgegeben, ja, oder wichtig auch, Merkur regiert auch das 7., Mars regiert auch das 7. Haus, das ist auch der Partner, ja, vielleicht braucht der Partner einen gewissen Rückzug, kann es auch anzeigen, ja, indem man sich meinetwegen der Partner auch mehr der Meditation widmet zum Beispiel. Mars in Haus 7. Oder anderweitig kommt etwas zustande, wodurch in der Beziehung ein bisschen Abstand entsteht. Ja, muss nichts Böses heißen, aber das Haus 12 ist halt das Haus der Stille, der Ruhe, der Distanz, der Entfernung. Ja, und wenn jetzt da der Herrscher des Partnerschaftshauses drin ist, kann es aber auch bedeuten, dass sie etwas mehr Opfer erbringen müssen, damit die Partnerschaft so funktioniert, wie sie das gerne hätten. Nun wandern aber die Planeten ja weiter. Wir haben dann am 16.8. den Neumond. Ja, Neumond wie Vollmond sind immer gute Tage, um zu meditieren, sich auf die höchste Wahrheit oder auf Gott zu besinnen, in die Stille zu gehen. Dafür sind die gut. Beide Tage, Neumond, Vollmond, sind nicht gut, um neue Projekte von Wichtigkeit zu starten. Denn an diesen beiden Tagen haben wir eine große Wechselenergie, von zunehmend auf abnehmend oder umgekehrt. Insofern, ja, Neumond ist sehr gut geeignet, um etwas abzuschließen. Das 11. Haus steht auch für Abschluss. Vielleicht wollen Sie irgendwas, ja, loslassen, abschließen, ja, was Sie hier beschäftigt, um dadurch Raum zu machen für neue Projekte natürlich, ja. Dann haben wir die Sonne, geht dann am 24. August rüber ins 12. Haus. Ja, da gehen Sie dann wieder, sind Sie dann wieder mehr mit dem Partner. Vielleicht gehen Sie dann auch mehr in den Rückzug oder ja, wollen eben durch einen gewissen Urlaub oder Auszeit mehr auftanken. Das 12. Haus ist auch das Haus der Erholung. Der Mars verlässt dann das 12. Haus, geht dann in den Aszendenten auf 27. August. Der steht dann mit Ketu zusammen in ihrem Aszendenten. Ketu wirkt auch wie Mars, hier ganz besonders so, weil beide sogar noch eine Konjunktion haben. Das ist dann, wie wenn sie zwei Mars im Aszendenten hätten. Ja, das wird dann mehr das Thema werden, wenn wir Ende August uns den September anschauen, bei der nächsten Deutung Ihres vedischen Monatshoroskops. Okay, das wäre es gewesen für Sie, Aszendent Waage, Monat August 2023.